aber technisch ist das die Einschwingvorgänge der Töne. Das heißt, wenn sie draufdrücken, dann knallt der Ton dann nicht sofort los. So, also nee, knallt nicht. Sondern er hat einen Einschwingen. Ja, sicher. Und das kann sie sich auch regeln. Naja, natürlich. Mhm. Es gibt ja auch, ich kann ja natürlich auch so einen Abklingeinschwingvorgang machen, nicht? Ja, natürlich, das ist zum größten Teil natürlich Spieltechnik. Mit dem Kontakt ist sowohl das eine wie das andere. Nicht, ja, nicht der Ton, der reinkommt, und der Ton, der einen Schlag kriegt. Mhm. Ja. Naja. Das heißt also, wenn sie draufschlagen, dann gibt naja, es auch einen entsprechenden Regussiv. Aber wenn man halt nicht so, ja, so ein Anschlag oder ein leichtes Hineingehen. Mhm. Naja, natürlich. Ja. 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 Ach Gott, ich meine, da kann man immer noch, können wir auch noch Sachen machen, nicht? Selbstverständlich. Aber im Augenblick ist ja das Material noch nicht mal verdaubar. Nicht? Ja. Also ich meine, da, ja, wenn man jetzt noch 50 Jahre Zeit hätte, nicht? Und dann mal anfangen könnte und mal richtig probieren mit verschiedenen Sachen, da muss ja auch bei mir haben immer vier so eine Dinger drunter gestanden. Hier ist jetzt einer drunter, Gott sei Dank bloß, nicht? Aber ich meine, da könnte man natürlich auch noch wieder spezielle Sachen machen. Aber das müsste die Konstruktion auch innen drin noch darauf eingehen, nicht? Und es sind ein paar Farben sind ausgefallen, das gebe ich zu. Das bedauere ich. Meine schönen Trompetenfarben, die sind zurzeit sehr schwierig zu machen. Da habe ich einen eigenen Zusatz, mit dem ich da anfangen muss zu operieren. Aber ich kann nicht in die Schaltung rein. Nicht? Das müsste ich eigentlich, aber den Professoren habe ich versprochen, das kommt nicht in Frage, dass ich in der Schaltung irgendwas mache. Nicht? Dann finden sie sich selber nicht mehr durch. Nicht? Ja. Aber das müsste auch mal bei einer weiteren Konstruktion berücksichtigt werden, denn die sind sehr schön und die möchte ich auch ganz gerne behalten. Und so, nicht? Und zwar habe ich nicht so ein kleines Stück Band neulich gefunden. Und das ist etwas, was ich nicht so gerne auf immer vermissen würde. Wo habe ich denn das hingestellt? Ach so, ja, ich verstand hier, wo die Stühle stehen. Ja, das musste ich mal wegstellen. Ich muss das mal holen. Das ja, habe ich in den Arm gestellt. Nein, nicht wundervoll. Ist es das zufällig? Ja, ich finde es sehr gut. Was ist das jetzt, was Sie uns vorspielen? Das spiele ich mir vor von früher, was für sonderbare Klangfarben da noch drin waren. Ach, aus dem Mixturton? Ja, aus meinem Mixturton, aus dem letzten. Nicht, ja, die ich jetzt nur noch mit einem Zusatzapparat kriege, aber auch nicht mehr ganz genauso. Das ist jetzt etwas schwierig, weil ich hier nicht reinkomme. Ja, ich müsste eine Etage vorher reinkommen. Nicht? Also das ist im Augenblick nicht möglich. Aber vielleicht finde ich noch irgendwie einen anderen. Ich will das bloß mal. Ich wollte bloß mal vorstellen, was für Farben ich meine. Mhm. Ja. Aber es gibt genug hier drin, natürlich. Da ruhen sie an vielen Stellen. Viel auf den Schallplatten von Ihnen gehört, mit diesen Klängen, mit diesen trompeten Klängen. Ja. Ja.